Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren EPTU 3.23 Folge mit dem Lowrider Chris. Wunderschön, ey. Ey, hast du gerade dein Hijacking Dings ausprobiert auf der Rampe, ne? So ein bisschen gebounced hast du. Geil. Ja, Freunde, wir sind wieder auf dem Weg, ein Distribution Center anzugreifen. Das, was wir in der letzten Episode gemacht haben, wollen wir dieses Mal noch einmal versuchen. Haben uns dazu die C1 genommen und einen STV hinten reingeäumelt. Ja, das Fahr- oder die Fahrphysik ist leider noch absolute Vollkatastrophe, muss man sagen. Man slidet mehr, als dass man fährt, bounced über jeden Huppel. Das ist wirklich absolut nicht gut. Aber wir geben unser Bestes, wir versuchen es erstmal. Wir sind auf jeden Fall erstmal hier unterwegs auf New Babbage, werden jetzt hochfliegen zur Port Tressler und werden dort, oh, da fährt auch noch einer lang. Mal schnell mal zumachen, bevor der uns hier in die Karre fährt, ne? So, und tschüss, mein Freund. Und werden uns dort jetzt erstmal ausrüsten. Weil wir müssen natürlich Munition kaufen. Ich weiß gar nicht, gibt es hier unten Munition? Selbst wenn man wollen würde? Nee, doch, ja, unten bei diesem neuen Kelto. Weißt du? Ja, nee, aber da gibt es nicht für alles Munition. Nicht für alles? Nee, da gibt es nur für die Waffen, die es da gibt, glaube ich. Meine ich. Glaube ich. Ich habe da, glaube ich, mal geguckt und da war irgendwie, gab's da nicht so richtig was. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sieht man da oben richtig geil die Raumstation. Ich feiere das so ab. Das ist so geil. Ich liebe diese Weitsicht. Wir geben Gas mit unserer C1. Und ich würde sagen, Freunde, damit das nicht sich so ewig in die Länge zieht, weil wer weiß, wie lange wir da noch bei den Distribution Centern brauchen, würden wir einen kleinen Cut machen, würden uns ausrüsten und dann sehen wir uns an der Stelle gleich wieder. Alter, okay. Der ist natürlich geil. Also der ist, wollte ich gerade sagen, ich wollte mal ausprobieren, wie das ist, wenn du nur 30 Meter pro Sekunde fliegst, ja? Und dann mal boostest, ob er da noch was rausholt. Ja, tut er. Ja, tut er. Oh, du musst so weiter nach vorne, aber so musst du weiter. Ja, die wollten die Hangar doch in der Größe anpassen bei der C1. Haben sie irgendwie noch nicht gemacht, oder? Na doch, erst mit den persönlichen Hangar. Ah, noch ein bisschen. Okay. Noch ein bisschen. Ja? Nö, das passt doch, oder? Na, okay. Gut. Nicht? Na gut, dann fliege ich noch ein bisschen. Ein Stück. Was? So ist schick. Na gut. So, Freunde, wir sind zurück. Leider. Funktionieren die Fahrstühle zu der Galerie immer noch nicht. Ja, die kommen einfach nicht. Das ist echt doof. Das heißt, wir haben wieder nur das am Start, was wir am Start haben. Also ich habe ein Scharfschützengewehr mit 6 Munition drin und einmal die Demeco. Ja, die hat zumindest, ja, glaube ich, die hat 100 Schuss im Moment, ne? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die haben sie auf 100 genervt. Die hatte, glaube ich, mal 120. Aber sicher bin ich mir nicht, ja. Und dann müssen wir den Rest uns erlooten. Aber erstmal müssen wir überhaupt dahin finden. Die Mission habe ich bereits angenommen. Die ist, sehen wir ja oben rechts, Go to Mycotech Logistik Depot S4L0 oder D. Ich weiß gar nicht, könnte auch ein D sein, ne? Brille wieder vergessen. 1-3, on Stanton 4. Und das ist Mycotech, Freunde. So, das heißt, Mühle an, einmal kurz Knicks. Chris, geht's dir gut? Bist du ready? Mir geht's sehr gut. Alles am Stüssel? Alles am Stüssel. Ich habe ein Scharfschützengewehr und eine P4. Sehr geil. Mir geht's gut. Ich habe übrigens nur einen Med-Pen, aber dafür habe ich eine Med-Gun am Start. Ich habe auch nur einen Med-Pen. Super. Gut, dann würde ich sagen, Starterlaubnis. Your Krete Launch. Da gehen die Hangaren auf. Wir heben ab. So. Und hoffen natürlich inständig, ja, dass es dunkel ist. Denn nur dunkel ist das wahre Geil. Absolut. So, dann einmal raus hier. Die Hangar sind leider immer noch relativ klein, aber Chris sagte schon, das kommt ja dann erst mit den persönlichen Hangern. Ne?
Und was sagst du eigentlich dazu? Die haben ja im letzten Star Citizen Live zur Hangar Cargo Gameplay haben sie ja gesagt, dass nur die persönlichen Hangar, die, die diese Frachtaufzüge bekommen für die Schiffe und die anderen Hangar nicht. Ja. Würdest du sagen, das ist erst vorläufig? Weil irgendwie, weiß ich nicht, also es müssen noch alle bekommen. Ich weiß es tatsächlich nicht, weil so wie ich es verstanden habe, kannst du auch, wenn du nicht in deinem Hangar bist, quasi, wenn du jetzt irgendwo an einer Fremdstation bist, ne, wo du nicht verortet bist. Entmaterialisiert und durch. Würde ich sagen. Genau. Ja. Dass du dann ja quasi da nur einladen lassen kannst. Ja, aber du kannst da kein Schiff rufen, oder? Schiff rufen kannst du in einen, das kommt dann ganz normal in einen öffentlichen Hangar. Genau, aber da meine ich ja. Einladen. Genau. Du kannst doch, das kannst du. Ein- und Ausland, das gibt es in allen Hangern. Also du kannst überall ein Fahrzeug rufen, du kannst überall ein- und Ausland, Cargo Gameplay, das wird es überall geben. Nur die Frachtaufzüge nicht. Also die Schiffsaufzüge. Ja. Da, wo dein Schiff dann aus dem Boden kommt. Weißt du, das gibt's nur in dem persönlichen Hangar. Aber das muss es ja eigentlich. Ich denke mal, das wird irgendwann kommen. Vermute ich mal. Das macht ja keinen Sinn, wenn in einem anderen Hangar das aufpoppt. Ich denke mal, dass das wird angepasst, vermute ich mal. Ne? Mhm. Und mit den Fremdkörpern wollte ich schon sagen, also mit Spielern, die nicht in der Party sind, die aber doch in den Hangar gehen, da soll es wohl so sein, dass die einen Timer bekommen und dann despawnen. Nach einer Zeit. Das ist aber irgendwie auch nicht cool, finde ich. Mhm. So, Freundchen, also Freundchen meine ich mich mit, ja, hier mal ein bisschen runtergehen und hier mal, ne, weil Station wird wahrscheinlich gleich losschießen. Deswegen, wir haben ja ein Fahrzeug dabei und deswegen müssen wir uns hier in Sicherheit begeben, um dann dort hinzufahren, ohne abgeschossen zu werden. So, ich muss mal gucken, ob wir hier irgendwo irgendwas finden, wo wir mal hinterlanden können. Was ist denn hier mit diesem kleinen Bergküppchen hier? Da gehen wir doch mal runter, oder? Vielleicht haben wir nach vorne noch was, aber ich will jetzt auch kein Risiko eingehen. 6,2 Kilometer mit dem Fahrzeug jetzt. Ist hart, oder? Das ist sehr hart. Okay, dann versuche ich noch mal ein bisschen weiter zu fliegen. In der Hoffnung, ich mache schon mal das Ding auf, in der Hoffnung, dass die nicht gleich losschießen, weil wenn die losschießen, dann haben wir ein Problem, aber ein großes. Aber sowas von. So, aber hier scheint es. Hier ist auch noch so ein Gebäude, siehst du das? Ja, ja, ja. Und hier sind so. Oder ist das so ein Retreat? Ach, das ist wahrscheinlich so ein Außen, so ein Derelict Outpost, oder? Flieg mal rüber. Ja, lieber nicht. Wir landen. Wir fahren da lieber mit dem Fahrzeug hin. Okay. So, deswegen würde ich mal hier landen. So. Und den Rest machen wir dann mit dem Fahrzeug. Und es ist leider hell. Naja, gut, okay. Ist nicht schlimm. So. Dann kann's losgehen. Das ist ein schöner Running Gag, oder? Wieso Running Gag, verstehe ich nicht. So, gut. Hier wird dann wahrscheinlich auch das Engineering. Ach nee, hier nicht. Wo wird denn der Engineering Table sein? Naja, weiß nicht, irgendwo. Judy, willst du fahren oder soll ich? Ich versuche es mal. Okay, dann gehe ich auf den Beifahrersitz. Ja, machst du vorher die Luke noch auf? Ja, nein. Ich habe schon ausgelöst. Das musst du machen. Oh, okay. Was? Na, hat nur gerade ein bisschen gewackelt. Ach so, bist ja auch schon drin. Ach so, ja, nee, okay, alles klar. Ja, warte, dann steig ich wieder aus. Oder hast du jetzt schon? Ich hab schon. Na gut. Steig schon aus. Die Diesings sind nett. So. Oh ja, hast du mit der Macht gerade aufgemacht, ne? Ah, absolut. Ja, cool. Ich hab da so eine wunderbare Macht. So, dann zuppel uns mal raus hier aus der Butze. Ja, Freunde, erwartet jetzt nicht viel. Ja, die Fahrzeuge verhalten sich wirklich noch absolut schlimm. Aber besser als zu Fuß, wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch zu Fuß besser. Oha. Ach, nee, ist gut. Ist gut. Ach, du Eimer. Ach, du Eimer, ja. Ja, das war doch schon mal ganz gut jetzt. Mhm. Wir sind schon mal raus. Warte mal, soll ich zumachen das Schiff? Ach komm, wir lassen das auf, oder? Lass auf, das Ding. Auf. Oh Gott. Ach. Oh, weia, ey.
Ich mache hier einen Zeitsprung nach dem anderen gerade. Das ist ja jetzt noch 4,6 Kilometer entfernt. Ich glaube nicht, dass wir da ankommen. Komm, wir gehen zu Fuß, oder? Ja. Komm, komm, es ist egal. Wir waren Versuch, Freunde, mit den Fahrzeugen. Am Ende ist es wahrscheinlich eine gute Idee, ja? Aber bevor wir uns da jetzt hinäumeln, gehen wir da lieber zu Fuß hin. Und ich würde sagen, ihr kennt das Spiel. Wir machen einen kleinen Fast-Forward und sehen uns dann gleich erstmal am Derailed Outpost wieder, würde ich sagen. Also, Freunde, bis gleich. So, Leute, wir nähern uns, aber es sieht nicht nach einem Derelict Outpost aus. Es sieht eher wirklich nach einem sehr weit entfernten Gebäude aus noch, was zu dem Komplex gehört. Schauen wir uns auf jeden Fall an, würde ich sagen. So, kann mir vorstellen, dass es vielleicht hier später auch irgendwelche Missionen gibt, wo man dann hier irgendein Ersatzteil abholen muss, was man dann zu dem Hauptgebäude bringen muss, vielleicht. So, wir spielen erstmal ganz kurz aus, ob wir hier irgendwas haben. Das könnte möglich sein, ne? Man kann ja, soll ja die Möglichkeit geben, rundherum so Missionen zu bekommen, ne? Ja. Also Kontakte sehe ich nicht. Wir gehen mal weiter ran. Vielleicht gibt es hier ja noch ein Fahrzeug, was wir uns nehmen können, um dann festzustellen, dass es nicht funktioniert. Ja. War, vielleicht, ne? Schauen wir mal. Das sind übrigens diese Dinger, wo die Herz des Waldes spawnen können. Da können wir ja mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück. Und du bist eben irgendwas. An einem vorbeigelaufen. Da ja, war ja, ich aber weiß, ich weiß. War, Herz des Waldes. War keiner dran, hast du geguckt? Hm. Ich neige deine Docks dazu, immer mal wieder zu looten, ne? Deswegen. Ja, weiß ich ja. Ist ja auch der Headless Chris / Loot Goblin. Loot Goblin, so sieht's aus. So, hier haben wir keinen dran. So, dann schauen wir mal hier. Was haben wir denn da oben? Ist das noch eine... Ah ja, hier haben wir noch so eine Verteidigungs-Gatling da oben dran. Okay, spannend. Gucken wir uns das Ganze doch hier mal an. Was haben wir denn hier? Ich gehe mal in die Außenansicht. Du bist wahrscheinlich auch schon auf dem Gelände hier, oder? Ich bin schon auf dem Gelände. Ich laufe gerade die Treppen hoch und schaue mir das mal für an. Mich bist du noch hinten am Schiff übrigens. Das ist schön. Gut, ne? Du für mich auch, hm? Ja. So, solange wir uns gegenseitig dann die Gegner wegschießen und die fallen dann einfach um, ist das für mich okay. So, aber hier Fahrzeug sehe ich hier nicht. Oder hast du irgendwo... Nee, tatsächlich nicht. Nein. Oh doch, hier steht aber einer. Guck mal hier. Hier steht ein Eumel rum, aber das ist einer von der Security, also ein guter. Der bewacht hier so ein bisschen. Wo siehst du den? Der steht hier ganz am Ende, wenn du hochgelaufen bist, wenn du ganz durchläufst praktisch. Okay. Komisch. Da war ich gerade und habe ihn nicht gesehen. Naja, okay, gut. Okay. So, aber ein Fahrzeug, wie gesagt, sehe ich jetzt hier gerade nicht. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo eine Garage oder so, aber... Aber es ist so ein richtiges Depot hier, ne? So mit so richtig, mit solchen, ja, so ein Lager halt. Kisten stehen. Wollen wir mal ganz kurz gucken, ob die theoretisch auch anwählbar sind. Können wir ja mal schauen. Ach, jetzt sehe ich den Typen hier stehen, ne? Ne, anwählbar sind die nicht. Vielleicht noch nicht. Hier sind auch Raketen zum Beispiel. Andere Kisten. Gut, dann würde ich sagen, nicht lange aufhalten hier, wa? Wir machen uns weiter auf den Weg zum Distributionscenter und sehen uns dann an der Stelle wieder, wenn wir dann da angekommen sind. Also Freunde, bis gleich.
gerade auf einer Rettungsmission. Der Chris ist im Berg runtergefallen. Und wir müssen gucken, dass wir das nicht auch tun. Aber hier ist natürlich trotzdem... Ah, hier sieht es gefährlich aus. Ich glaube, wir müssen uns wirklich einen anderen Weg suchen. Das ist hier ein Abhang, ne? Ah, und da bin ich gerade runter. Ja, ja. Deswegen müssen wir das Ganze mal umlaufen. Ich habe mittlerweile auch meinen Helm abgenommen, denn der Sauerstoff ist zur Neige gegangen. Ja? Was ist eigentlich, wenn ich H drücke und der Helm befindet sich im Rucksack? Setzt er den dann auch auf? Ich probiere das mal. Ja, ich glaube ja. Nein. Hat er nicht gemacht. So, da liegt der Headless Chris. Okay. Aber hier können wir, glaube ich, nicht runter. Ne? Nee, das ist alles noch zu steil. Oder? Ich würde es nicht machen. Ja, es sieht auch so steil aus, ey. Mhm. Ah, es ist ein richtiger Abhang hier, ne? Ist natürlich mit einer Karre besser oder einem Hoverbike. Da kann man einfach mal locker mal rüberballern, ne? Über so ein Ding. Hier verfriere ich mir hier den Ying ab gerade. Echt arschkalt. So, und Durst kriege ich. Gibt ja genug Schnee zum Trinken. So, wie kommen wir jetzt hier runter? Hier vielleicht? Och, nee, ist auch nicht, ne? Oder doch? Ah, nee, das ist so riskant. Ey. Guck ich es mal an, das ist richtig Abhang hier. Ich würde ja gerne mitfeiern mit dir, aber ich sehe nichts. Ja, ja, ich weiß, aber irgendwo müssen wir hier runterkommen. Das gibt's doch nicht. Kann nicht sein, dass hier so ein oller Berg ist, wo man nicht runterkommt. Ich meine, ich könnte es riskieren, aber wenn dann tot, dann tot. Ne? Das ist natürlich dann ärgerlich. Dann ist richtig tot, ja. Das ist natürlich dann richtig doof und tot und so. Das Gefühl, ich gehe immer höher hier. Da muss ich wahrscheinlich ganz zum Schiff zurücklaufen. Junge, Junge. So, hier vielleicht? Muss ja einfach mal so irgendwas sein, wo man runter kann. Das sind alles so steile Dinger hier. Ich liege quasi unterm Baum. Ist auch nicht schlecht. Oder im Baum. Zu riskant. So, gut, Freunde. Ich würde sagen, ich mache noch mal einen kleinen Spuli. Ihr kennt das Spiel und versuche hier mal runterzukommen. In der Hoffnung, dann hier nirgendwo zu sterben. So, wir können es mal hier versuchen. Ja, doch, hier geht's vielleicht. Hier geht es vielleicht. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, wir machen mal langsam. Mal Mausrad ein bisschen zurück. Vielleicht hilft's. So. Ja, stapf, stapf, stapf. Stapfi, stapfi. So, ja. Ja, ich glaube, ich bin unten. Ja, schön. Unten, Freunde. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir einen kleinen Spuli und sehen uns gleich beim Headless Chris wieder. Bis gleich. So, Leute, da ist der Chris runtergefallen. Ja, kann ich verstehen. Ist natürlich auch wirklich ein Berg. Da bricht man sich mitunter mal die Haxen. Ich hoffe, dass Chris sich nicht das Bein gebrochen hat. Und dann nur noch so halb geil unterwegs ist. Kannst du das schon sehen irgendwie? Oder ob du ein rotes Nein. Bein hast oder so? Nein. Sieht man noch nicht, ne? Mhm. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir wieder so eine Station. Ja, wenn die Fahrzeuge funktionieren irgendwann, dann ist das natürlich richtig geil. Ne? Wir sind auch nicht mehr so weit weg. 1,6 Kilometer nur noch. Haben ordentlich schon was gerockt, waren aber auch wirklich eine Zeit lang unterwegs. Aber da kommt dann natürlich diese fantastische Grafik ins Spiel, wo man einfach dann die ganze Zeit nur denkt, oh, ist das schön. Man kann förmlich, so geht es mir immer, finde ich, auf Microtech, den Schnee riechen. Absolut. Man wird entschädigt für diesen langen Weg, den man da so auf sich nimmt. Hier, da hängst du, im Baum. Oh, ja. Oha, oha. Ich hoffe, naja, gut. So, dann du hast übrigens noch keinen Helm auf, ne? Ja, ja, du, ja. Warte mal, so, zack. Ich zieh dich mal komplett hoch. 82, oh ja, du hast drei Dreierbeine. Ich hab zwei Dreierbeine. Zwei Dreierbeine. Woher wusstest du bist? Nee, ich meine, so wie du da gelegen hast gerade, dachte ich, du hast drei Zweierbeine. Okay. Wenn du verstehst, so. Was ich meine. So, ich kann dir, kannst du normal noch schnell laufen oder ist das Essig? Nee, sieht ja, gut aus, ne? Ja. Oh gut, sonst hätte ich dir noch ein bisschen Resogera reingeknallt. Aber scheint ja dann zu gehen. Ja. Hä? Na dann weiter. Ich würde einfach wir können mal hier nochmal gucken kurz. Vielleicht haben wir ja hier ein Fahrzeug, mit dem wir dahin äumeln können noch weiter. Ja, schauen wir mal. Aber wahrscheinlich vielleicht auch nicht. Nee.
schaut nicht so aus. Da hinten steht auch wieder der Typ. Ich glaube, das ist sein Posten. Der hat den einfach. Ich glaube auch, dass der das lebt ist den. Der Wachmann, ja. Der Wachmann dieses Außenpostens. Gut, Freunde, ihr kennt das Spiel. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sind da, finally. Ich bin natürlich wieder komplett falsch gelaufen, ja. Einmal verkehrt um Pudding und bin jetzt hier an dem, weiß gar nicht genau, wo ich bin. Gucken wir mal. Freight Elevator Zone 3. Also ich bin Zone 3. Und der Headless Chris, der sollte jetzt da hinten auf der anderen Seite rumkommen und dann wahrscheinlich entweder Zone 1 oder Zone 2. Und wir treffen uns dann irgendwie in der Mitte. Und irgendwann. Ja. Das dauert bei mir noch, nämlich noch ein und bisschen. Und über Irrwege. Ja, das ist ja wirklich. Oh, hier ist ein Ursa Rover. Aber ich glaube, wollen wir den nochmal probieren? Komm, den probieren wir nochmal. Ich glaube, der geht aber nicht. Ja, wir versuchen es aber mal. Na, mal gucken, wie der fährt. Aber der wird wahrscheinlich auch noch äumeln, wie verrückt. Gehe ich mal von aus. Du kommst aber hier auch nirgends durch, ne? Wenn er fährt, hole ich dich ab. Ja. So. Ist durchgefroren hier. So, machen wir erstmal an die Butze. Und dann wird er uns wahrscheinlich schon... okay, das war jetzt erstmal in Ordnung. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal Gas. Ja. Das hört sich nicht überzeugt an. Nee. Guck mal, wir machen erstmal. Aber wir kommen voran. Wir kommen voran. Mehr oder weniger. Ich will mal gucken, vielleicht komme ich gar nicht in deine Zone. Wieso nicht? Weil es vielleicht. Oh, Alter! Weil vielleicht kein Durchgang ist. Ich gucke mal. Ich muss hier auf jeden Fall langsam fahren. Das ist halt wirklich. Nicht geil. So, wir sind auf jeden Fall schon mal hier jetzt. Dann fahren wir hier mal hoch. Und dann müssten wir eigentlich... Oder, na toll! Oh, was ist jetzt, passiert? Jetzt versperren uns hier Schiffe den Weg. Ist ja nicht zu fassen. Mal gucken, ob ich da durchkomme irgendwie. Wahrscheinlich nicht. Ne, komme ich nicht durch, ne? Haben wir einfach irgendwie im Weg geparkt. Mann. Alles voll hier. Grüß mal an. Wahnsinn. Naja, gut, okay, komm. Dann haben wir zumindest ein kleines Stück geschafft. So. Das reißt doch gar nicht ab. Hier ist ein ganzer Fuhrpark ist hier an Schiffen. Sind die alle noch heile oder? Ja. Die stehen hier alle noch rum. So, hier. Das sind wahrscheinlich Schiffe, die normale liegen. Naja, gut, nicht alle sind heile. Ein paar sind auch kaputt. Die hätten wirklich drum rumlaufen müssen, andersrum. Hier ist sofort eine. Sofort eine Rampe. Ah, du bist aber ganz schön weit weg. Also ich bin jetzt am East. Du bist wahrscheinlich West, ne? Warte, sage ich dir gleich. Ich bin hier auf alle Fälle beim Shipping. Mal gucken, ich laufe jetzt da hoch und dann werden wir es ja gleich sehen. Ah ja. Okay, ich gehe mal ganz kurz an den Baum. Ja, okay. Dann wage ich mich schon mal langsam vor. Vielleicht komme ich ja zu dir. Alles klar, bis gleich. Genieß es. So, wir werden hier mal reingehen. Mal schauen, ob wir ein bisschen weiter kommen als das letzte Mal. Waffe ziehen wir besser mal. So. Ah, hier sind schon ein paar Leichen am Start.
Können wir ja mal schauen, ob wir eventuell ein bisschen was looten können. Ah, hier sind aber keine Waffen. Oh, 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 ja, ich werde schon wieder gehittet hier. Aber wo? Alter! Weg! Tot! Freunde! Was ist das denn? Oh ja, kein Helm auf, wahrscheinlich deshalb, ne? Aber wer hat mich denn jetzt hier... Wer hat mich denn jetzt hier gehittet, Alter? Ich sehe überhaupt keinen. Ein Unsichtbarer vielleicht? Oder vielleicht liegen die hier gar nicht, sondern stehen eigentlich. Und wir liegen. Oder die tun so. Ja, Freunde, ich glaube, da müssen wir erstmal auf den Chris warten, bis der fertig ist mit Lulu. Und dann machen wir weiter. Ja, da bin ich anscheinend einfach mal dann doch jetzt mal ganz schnell gestorben, Freunde. Ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, ich versuche nochmal zurückzukommen, ja, zum Headless Chris. Und dann sehen wir uns an der Stelle gleich wieder. Für euch nur wenige Sekunden, für mich wahrscheinlich 20 Minuten. Also bis gleich. So, Leute, ich bin zurück mit der Gladius in der Hoffnung, dass wir das Ganze da unten jetzt mal überleben werden. Ich werde mal einfach mal hinfliegen und mal so tun, als wenn da keine Türme sind, damit wir jetzt nicht wieder so einen Gewaltmarsch hinlegen müssen. Im schlimmsten Fall sterben wir halt nochmal. Ich habe eh jetzt nur ein dünnes Hemdchen an. Ja, hier das hier. Nüt. Ne? Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich bin gespannt. So, ich gehe mal in die Außenansicht. Fahrwerk schon mal ausgefahren. Booste aber noch ein bisschen. So, dann werden wir einfach mal hier landen. Wie verrückter. Wie ein Irrer. Ja. Einfach mal hier runtergehen. So. Und hier müsste auch der Chris irgendwo sein. Und der muss mich dann jetzt erstmal gleich begleiten, damit wir da heile hinkommen. So. Ah, das hat ja schon mal geklappt. Wunderbar. Schnell raus aus der Butze, bevor die Türme schießen. Ja, vielleicht, aber vielleicht schießen sie ja auch gar nicht mehr. Ne, das kann ja sein. Vielleicht ist das ja jetzt weg. So, aber lieber auf Nummer sicher gehen. So, jetzt werde ich mal den Headless Chris suchen. Der ist da. Ja. Warum ist denn der da? Muss der nicht hier sein? Na ja, laufen wir mal hin. Ist ja nicht so weit. Freunde, ne? Wir machen uns jetzt bereit und ihr kennt das Spiel, dann sehen wir uns an der Stelle gleich wieder. Gut, bin gut. Da. Ich komme übrigens zu dir, ich wurde erschossen und bin jetzt in einem blauen, in einem weißen Anderssuit unterwegs. Also das war instant, ich habe noch nicht mal gesehen von wo. Da lagen überall Leichen rum und dann war ich tot. Okay, und du hast es geschafft in der Zeit, ich musste für große Jungs ja. Quasi und so der Baum ist hier hervorragend gewesen. Also ja, jetzt ja. Nicht oh, dann mache ich lieber eine Runde, wa? Also... Oh ja. Bitte nicht an dem Baum hier. Ich riech's. Oh, guck mal, hier ist auch ein Aufgang. Geil. Na komm, dann lass uns mal vorwagen, würde ich sagen. Mhm. Okay. Geh mal hier die Treppe hoch. Warte mal. Komm mal, hier runter. Mach mal. Komm mal runter. Okay. Nimm mal die Treppe hier. Die kleine dreistufige Treppe. Ich schwöre dir, die kommt dir viel größer vor. Oh. Super, oh Gott, ne? Da breche ich mir wieder die Beine bei der Treppe. So, ja, äußerste Vorsicht. Ne, hier jetzt noch nicht, glaube ich, aber hier ist übrigens ein Arbeiter jetzt. Ah, ja, guck mal, mit dem Multitool ist sie hier am Stissel. Ah, cool. Ich habe noch gar nicht mitgekriegt, was hier wirklich abläuft in diesem Sender. So, dann wollen wir mal meine Knarre schon mal nehmen. Ja, ich glaube, das musst du jetzt noch gar nicht. Wir müssen jetzt erstmal Hackengas machen. Weil das hier noch nicht ist. Wir müssen ja erstmal eine Runde laufen. Also du kannst natürlich die Knarre auch schon nehmen, klar. Du kannst ja trotzdem schnell laufen. Was wollte ich sagen? Genau, ich bin mit der Gladius gerade gekommen und wurde nicht beschossen. Also kann natürlich am Server liegen, kann aber auch sein, dass man jetzt doch nicht mehr beschossen wird bei dieser Mission. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich würde es ja cool finden, wenn man, wenn die Türme schießen würden, ja? Und man irgendwo an einem Kontrollpult die Türme deaktivieren könnte. Also, dass einer das deaktivieren kann. Dass einer sozusagen vorfliegt eventuell, ne?
Mit Fußstoß ja, oder, und so? Genau, oder die nachrücken, dann letztendlich, genau, irgendwie sowas. Das kann ja entweder vielleicht in dem Gebäude sein, vielleicht aber auch an einem der Außenposten, weißt du, die noch ein bisschen bewacht sind. Irgendwie sowas. Würde ich auf jeden Fall ganz cool finden, so als Gameplay-Mechanik. So, Freunde, jetzt wird's spannend. Hier sind wir ja das letzte Mal, hier ging das Chaos ja los. Ne? Nicht nur das letzte Mal, auch eben gerade. Ich würde sagen, wir lassen den Chris mal vor. Wir müssen auf jeden Fall komplett auf die andere Seite, einmal uns komplett durchkämpfen durch das Ganze hier, weil mein toter Körper liegt, glaube ich, komplett auf der anderen Seite. Glaube ich. Wir können ja, ich glaube, ich bin Osten reingegangen. Du siehst ihn auch nicht, oder was, dein Körper? Nee, wir haben kein X. So, du müsstest aber mal vorgehen, weil, wie gesagt, ich habe hier nur ein Leibchen an. Okay, bist du Links rein bin ich. Links rein, okay, gut. Oh, hier sind Arbeiter. Schön. Okay, so, ich komme jetzt rein. Ja. Und laufe aber langsam, weil ich möchte was sehen. Ja, du bist ganz weiß. Na los, dann los. Und alles, was jetzt kommt, kann ich erschießen, ja? Ja, ich glaube schon. Bist du hier durch die große Tür oder bist du wo? Ja, durch die große Tür. Und da bin ich dann gestorben. Ich schätze, ich bin durch die kleine Tür. Hier lagen aber überall schon Leichen. Aber ich weiß nicht, ob es Leichen waren oder ob das eigentlich Lebende waren, die mich dann aber auch irgendwie erschossen haben. Ich bin hier durch und dann wurde ich sofort erschossen. Wäre es auch geil, wenn da oben welche drauf wären, die schießen würden, ne? So auf so den oberen. Ah, hier scheint aber keiner zu sein, ne? Nee, gerade nicht. Müssen uns wahrscheinlich komplett durchgehen. Vielleicht sind die wirklich nur im Westflügel. Aber geil, ne? Mit den Türen und so. Absolut. Oh, jetzt hier. Leaving Area Trespassing? Okay. Ah ja, okay. Jetzt sind wir in dem Bereich, wo es jetzt, sie jetzt böse auf dich werden, ne? Wahrscheinlich. Aber ich muss erst, wir müssen erstmal einmal komplett rüber. Ah, ich habe hier irgendwann. Ihr hört? Ja. Ich weiß aber nicht, wie wir rüberkommen. Ich glaube von hier. Wir müssen, glaube ich, hier lang, also rechts rum. Warte, dann komme ich zu dir. Wo bist du? Da. Okay. Gut, da. So, ich gehe oben lang. Schießt da was? Ich schieße. Du schießt auf Gegner, oder wie? Ja, klar. Sind schon Gegner? Okay. Wir sind schon. Oh. Ja, nicht. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwie zu meiner Leiche vorrücken kann. Hier liegt auf jeden Fall was. Vielleicht kann ich mir den schon mal nehmen. Ach du Scheiße. Ich glaube, den da kommen sie jetzt schon. Da kommen sie jetzt schon. Und die laufen richtig gut gerade, ne? Ja, die sind richtig gut. So, wir swappen mal komplett alles. In der Hoffnung, dass wir jetzt in der Zeit nicht. Was ist das denn hier? Dusty Lex? Achso. Oh. In der Zeit jetzt nicht erschossen werden hier. Das wäre schade. Achso, nee. Was ist denn hier so? So, ich glaube, wir haben alles geswappt, oder? Ich glaube ja. So? Hä? Wir haben nicht nur wir haben nicht nur uns angezogen, sondern wir haben den anderen auch unseren Anderssuit angezogen. Ernsthaft? Ja. So, jetzt sind wir hier. Das ist aber leider nur so eine. Ist das eine Scharfschützenknarre? Du folgst mir oder bist du. Nein, ich muss erstmal die Leute hier erschießen. Ja, mach mal. Ich versuche mal irgendwie weiterzukommen. Einfach um mein Zeug zu finden. Aber hier bin ich schon wieder in irgendeiner Sackgasse. Aber hier sind so viele gerade. Okay. Ich habe noch Glück, oder? Ich sehe sie einfach nicht. Das kann natürlich auch sein. Ja, da ist noch einer. Ah, wo bist du denn? Komm her hier. Oh, ich komme irgendwie nicht auf die andere Seite. Irgendwie, vielleicht hier. Man kennt sich halt auch noch zu wenig aus in diesen Distributionszentren. Daran liegt es übrigens auch, ne? Ja. Damn it. We need
Okay, irgendwas habe ich gehört, aber ich weiß nicht was. Irgendwer hat was gesagt. Naja, ich muss get away von hier, aber das ist mir egal. Da kann er dreimal sagen, dass ich get away machen soll. Du musst get away. Get away. Geh doch mal get away, ja. So, aber irgendwie komme ich nicht auf die andere Seite irgendwie. Das ist irgendwie komisch. Vielleicht muss ich. Ich geh mal durch die Versorgungsschächte. So, vielleicht komme ich so auf die andere Seite irgendwie. Auch nicht wirklich. Bin ich nur hier unten. Ich brauche unbedingt Munition, ey. Lass mich raten, du bist erschossen worden. Nein, um Gottes Willen, nein. Aber nicht doch. Aber ich brauche Munition. Also hier sind nur Leichen. Ich sehe nur Leichen, ne? Das hatte ich vorhin auch. Da wurde ich erschossen. Oh, da hinten geht eine Tür auf. Bist du das? Nein. Nee, das bist du nicht, ne? Nein. Oh, dann ist das ein anderer Spieler, glaube ich, gewesen. Also das war irgendwas anderes. Das muss ein anderer Spieler. Ich hätte jetzt auch geschossen, aber ich wusste nicht, ob du das bist. Ehrlich gesagt. In dem Moment, weil ich mit einem anderen Spieler jetzt nicht gerechnet habe. Okay, crazy. Gibt es dann Gegenmissionen? Ach so, der dachte wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich ein anderer, weil ich ja die Klamotten anhatte. Das kann natürlich sein. So, jetzt habe ich ein Problem. Weil jetzt habe ich keine Munition, weil ich muss an Leichen ran. Und die liegen hier irgendwie total beschissen. Aber ich habe noch, fällt mir gerade ein, ich habe noch eine Handfeuerwaffe. Die kann ich ja auch erstmal noch davon überzeugen. Ja. Ja, wunderbar. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier die Folge dicht. Ja, es lief ein bisschen besser als das letzte Mal, zumindest von der Server-Performance her. Es ist noch nicht optimal, ja. Aber es ist definitiv eine Mission für mehrere Spieler. Also alleine braucht er da nicht hinfliegen, zu zweit grenzwertig, ja. Zumindest in dem aktuellen Zustand. Wir werden das auf jeden Fall weiterhin im Auge behalten und mit Sicherheit auch nochmal spielen, Leute. Ne? Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.